Servus, der Helmut hier und ich freue mich, dass du auch heute mit dabei bist, wenn es heißt, ein Interview mit Helmutus. Helmutus, schön, dass du hier bist. Ich freue mich ebenso, hier zu sein. Helmutus, du bist ja ein richtiger Pattaya-Experte. Ja klar, da findest du keinen zweiten wie mich. Na dann halt die Hacken flach. Kannst du mir denn ein paar Tipps über Pattaya geben? Na klar, da bin ich der Oberexperte. Was willst du denn wissen? Ja, ich habe gehört, dass man in Pattaya die Damen der käuflichen Liebe auch prellen kann. Das stimmt, ja. Kannst du mir dazu ein paar Tipps geben oder sagen, wie das funktioniert? Gut, dass du mich das fragst. Da gibt es weltweit keinen Experten, der dir das so gut erklären kann oder beibringen kann wie ich. Okay, ja, dann sag, wie machst du das? Wie kann ich das machen? Pass auf, ich gebe dir nicht nur Tipps, sondern einen kompletten Blueprint sozusagen. Okay, ich bin gespannt. Als allererstes, das Allerwichtigste ist, wenn du das vorhast, dass du dir ein neues Hotelzimmer nimmst, nicht nur Zimmer, sondern wirklich auch in ein neues Hotel eincheckst und das am besten, dass du sagst, wenn du hingehst und sagst, ja, ich habe einen Reisepass nicht mit, ich bringe ihn nach, so dass man die Spur zu dir nicht nachverfolgen kann. Das ist ganz wichtig, das ist wirklich extrem wichtig. Nicht eine neue Unterkunft zu haben, sondern wirklich nur ein Zimmer für diese eine Aktion eben anzumieten. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und danach geht's auf die Jagd sozusagen. Du gehst irgendwo hin in ein Lokal und suchst dir einmal eine Lady aus. Ich habe das manchmal auch versucht, die Ladies auch um die Drinks zu prellen, aber leider hat das aus irgendwelchen Gründen leider nie geklappt. Deshalb, da wirst du in den sauren Apfel beißen müssen, das funktioniert nicht. Also du kannst sie wirklich nur um ihre Liebesdienste dann prellen. Auf alle Fälle gehst du jetzt aus und du suchst dir sozusagen dein Opfer aus. Dein Opfer deiner Wahl, da gibt es in Pattaya ja genug Bars, wo du da wirklich reichlich Auswahl hast. Und wenn du dein Opfer dann wirklich so gefunden hast, dann gehst du auf dein Opfer zu und bezahlst dir ein paar Drinks. Wie gesagt, da hat das noch nie wirklich funktioniert mit dem Geld. Du bezahlst dir ein paar Drinks und du machst so wie ganz normal und handelst den Preis mit ihr aus und vereinbarst mit ihr dann, dass sie mit, das ist eben ganz, ganz wichtig dabei, dass sie auch mit zu dir in dein Hotel kommt. Ich habe es immer so gemacht, ich bin nie mit zu ihr gegangen, sondern dass sie, und nicht in dein wirkliches Hotel, sondern in dieses Zimmer, das du extra dafür angemietet hast. Und wichtig ist auch, dass du dir nichts anmerken lässt, dass du cool bist, ruhig bist, ganz normal, so wie du wirklich sein solltest, in der Absicht wirklich mit ihr einen Akt zu haben sozusagen. Und dann gehst du mit ihr eben aufs Zimmer, ganz normal, du checkst ein, vielleicht ist eh so, dass die Damen müssen da ja sehr oft ihre ID-Karte da lassen, dann fragt dich der Portier auch nicht mehr um deine ID-Karte und du gehst hoch aufs Zimmer. Und normalerweise ist das auch so, dass es hier sehr, sehr hygienisch abläuft. Man duscht sich vorher und es kann sein, dass du dich vorher duschen gehst. Das ist eh manchmal so, wenn man noch nicht so ganz bekannt ist. Aber ganz eigentlich für mich achte ich darauf, dass ich mich zuerst duschen gehe und dann dusche ich. Da freue ich mich ja schon unter der Dusche eigentlich, freue ich mich wirklich wieder jemand so richtig zu nehmen und über den Tisch rüber zu ziehen. Das macht mir richtig Spaß. Und unter der Dusche dusche ich mich natürlich, überlege mich, habe schon da die Vorfreude, gehe dann raus, nehme mein Handtuch, trockne mich ab, tue so ganz normal, als ob nichts wäre und dann geht ja auch das Mädel sich zu duschen.
Und wenn dann das Mädel duschen geht, bin ich ja bereits fertig abgetrocknet. Und jetzt kommt nämlich genau der Clou. Während sie unter der Dusche steht, habe ich mich bereits angezogen und ich klopfe dann an die Tür und sage dann zu ihr, ruf dann einfach rein ins Badezimmer, sag, ich habe meine Zigaretten vergessen, ich gehe nur schnell einmal Zigaretten holen, ich bin gleich wieder da. Und da ich ja nichts in dem Zimmer habe, von mir persönlich, gehe ich dann einfach raus, aber bevor ich rausgehe, ist das Wichtigste, den Preis, den wir ausgehandelt haben, 2000 Baht oder 3000 Baht, je nachdem, lege ich vorher bei ihr schon auf ihre Kleider drauf oder zwischen die Kleider hinein. Da lege ich die 3000 Baht hinein und dann gehe ich schnurstracks raus aus dem Zimmer, gehe runter. Ich bin ja nicht Raucher, also ich kaufe mir keine Zigaretten, sondern ich verschwinde ganz einfach und prell die ganz einfach um eine richtig geile Nacht mit mir. Also während die unter der Dusche sich duscht und denkt, boah, was die für geile, schöne Nacht mit mir erleben wird, kommt für sie sozusagen das böse Erwachen, ohne überhaupt jemals geschlafen zu haben, wenn sie aus der Dusche rauskommt, die Tür aufmacht, sich vielleicht noch immer denkt, ja, der Typ, der ist Zigaretten holen, oder? Und ich komme dann nicht zurück. Sie sieht dann ihre Kohle, und dann glaubt sie ja auch, dass ich zurückkommen werde wahrscheinlich, weil ich ja das Geld bereits bezahlt habe. Aber das ist ja der Clou. Ich bezahle sie und prelle sie um ihre Dienstleistung. Ich gebe ihr überhaupt keine Chance, dass sie ihrer Dienstleistung gerecht wird. Und damit prelle ich sie ganz einfach um ihre Dienstleistung. Und ich bin dann weg. Ich denke mal oft, ich würde gerne mit versteckter Kamera wirklich noch das enttäuschte, das verzweifelte Gesicht von ihr sehen. Das würde mir noch so ein bisschen einen Kick geben, also weil ich ein bisschen perfide bin, das würde mir wirklich noch so einen Kick geben, wenn ich das sehen könnte. Aber eigentlich genügt es mir auch, dass ich dann einfach in meinem wirklichen Hotel bin, wo dann auch meine Kleider sind, dann in meinem Hotelzimmer liege und einfach genieße, dass ich wieder das ein Girl vom Pattaya um den Finger wickeln konnte und sie einfach mit einem Einserschmäh sozusagen genommen und geprellt habe. Helmutus, das ist wirklich ein echtes Insight. Das sind wirklich Einblicke, unglaublich. Das ist wirklich, was ich nenne, aus dem Nähkästchen geplaudert. Recht, recht herzlichen Dank dafür. Ich freue mich sehr über dieses Interview. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, hier zu sein. Und ich nehme an, auch dir hat es einen irrsinnigen Mehrwert geboten für deinen nächsten Pattaya-Besuch. In diesem Sinne, wir verabschieden uns und ich sage Servus und alles Gute, bis zum nächsten Mal.